Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Actraiser. Wo waren wir nochmal? Ah ja. Die Menschen in Machana wurden von einer dunklen Kraft aus dem Tempel, von meinem Tempel aus, verzaubert, nenne ich das einfach mal. Und ja, wir sollen uns das dann mal aus unserer Rittergestalt mal ansehen. Machana, zweiter Teil. Da hatten wir mal schon eigenartige Wesen. Und es geht nach links. Und sollen die uns die Sicht versperren? Und wie immer die übliche Musik und ein Lift. Ach, wie schön. Verdammt, ich hatte gehofft, ich würde hier runterkommen, ohne überhaupt getroffen zu werden. Aber anscheinend war dies nicht der Fall. So. Was haben wir hier? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Das da ist dreckig. Und die Musik erinnert mich mal wieder an Taranigma. Lustig, ne? Oder Illusion of Time oder irgendwas anderes, was auch immer. So, was war denn hier? Leben in Ordnung. Ja, oh Junge, ne? Okay, jetzt weiß ich aber wenigstens, wo die stehen und ich kann mir ja hier immer wieder Leben abholen. Also ist das hier so gesehen überhaupt kein Problem. Okay, naja. Gehen wir mal nach links. Okay, eigenartige Köpfe. Sehen etwas aus wie Aliens. Okay. Die sind etwas schnell. Gevatter Tod haben wir hier in zweifacher Ausführung. Was haben wir hier? Unbesiegbare elektrostatische Dinger, die wir einfach ignorieren sollten. Was haben wir denn hier unten? Leben, exzellent. Jetzt bin ich fast in meinen Tod gesprungen, obwohl ich auf die Plattform wollte. Nun gut, also hier müssen wir. Sehr lustig. Auf die mittlere Plattform springen und dann hier rüber und dann hier so rüber. So. Den Tod einfach umhauen. Komm her. Okay, timen. Jetzt. Zu viele Gegner. Ich muss weg hier. So, was haben wir hier unten? Uah! Warum wartet überall der Tod auf mich? Gut, wenigstens sind wir mal weiter. So, wo sind wir denn hier? Bei einem eigenartigen Schlangengott. Testen wir mal Magie aus. Und wie immer hat Magie die gewisse Wirkung, die wir nicht haben. Nämlich Unbesiegbarkeit und Zerstörung allen Lebens. Aber jetzt mal im Ernst, wie wäre der denn hier aus? Okay, schwer ist er eigentlich nicht.
Obwohl, der kann ja noch was anderes. Aber wenn wir schon Magie haben, dann nutzen wir die mal auch mit vollem Potenzial aus. Warum auch nicht? Tut ja keinem weh. Ist ja nicht so, als würde es hier die ganze Zeit wie weinen, wie bei Mushroom Kingdom Meltdown. Wenn das Spiel selbst mir die Möglichkeit gibt, so viele Zauber mit mir rumzutragen, dann werde ich die halt auch nutzen. Das ist wieder mal das typische Beispiel, falls es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich das Leben einfacher zu machen. Kann man ja behaupten, du musst ja nicht diese Option nutzen, aber wenn sie da ist, dann nimmst du sie einfach mit, weil sie ist da, fertig. Das Land Machana zu bebauen war für uns eine schwierige Aufgabe. Wir konnten so viele Häuser bauen, wie wir wollten. Sie wurden immer zerstört. Doch dann erschien ein beredeter Mann, der uns scheinbar helfen wollte. Er versicherte uns, dass wenn wir uns den Monstern unterwarfen, alle Schwierigkeiten aus unserem Leben verschwinden würden. Leider wurden wir getäuscht. Jetzt weiß ich, wie gutgläubig die Menschen sind. Wir alle haben durch diese Erfahrung etwas Wichtiges gelernt. Wir werden euch nie wieder verraten. Wir können jetzt ohne eure Hilfe weitermachen. Helft anderen Ländern, den gleichen Frieden zu finden, wie wir in Machana. Und noch eine Nachricht. Das Land Machana zu bauen, bla 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 bla. Immer noch das Gleiche. Herr, eine alte Tafel ist mir gefallen. Wie es auf dieser Tafel geschrieben ist, werden wir die vögelförmige Insel untersuchen. Ja, macht ihr das mal. Ich mach mal noch ein Erdbeben. Und dann machen wir hier noch mal den Sumpf weg. Und dann will ich mal sehen, kann ich da nach oben gehen? Nein. Und das Wasser hier kann ich ja auch nicht wegmachen, nein? Nein. Gut. Ja, wir haben ein paar Menschen hier zerstört. Aber das hat einen guten Grund, weil die sollen etwas bessere Häuser bauen. Also machen die das jetzt einfach mal. Leider wurde auf der Insel im Nordosten nichts gefunden, Herr. Ich bin mir zwar sicher, dass dort etwas zu finden ist, aber die dichten Büsche behindern das Suchen. Wir geben aber nicht auf und werden die Insel weiterhin untersuchen. Ich glaube, das hatten wir auch schon letztes Mal. Wo muss überhaupt noch gebaut werden? Ich glaube, das war jetzt alles, ne? Nein, noch nicht ganz. Ja, hier ist noch etwas Platz überall. So, was haben wir nun? Immer noch nichts gefunden. Okay. Ja, das hier wird dann wohl alles gewesen sein. Schauen wir noch mal kurz nach. Max, 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 Max. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch wiederum nichts in der Insel gefunden. Ja. Eine Gabe haben sie auch nicht. Bloodpool hat noch eine Gabe. Das sind Weizen. Habe ich noch? Ja, ich habe noch Weizen in Ordnung. Ja. Dann geht's jetzt ab nach. Wo war das nochmal gleich? Hier oben im Norden. Ja, geht's dann nächstes Mal weiter in Northwall. Also dann Leute, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Griffleon. Ciao, ciao.